zurück ins Hier und Jetzt. Lennartum stößt an für den TSV Schott Mainz in Blau gegen die Kickers aus Offenbach. Weiße Hemden, rote Hosen. Ja, die ist doch besser. Schön. Oh, Brinkis! Mein lieber Mann, was ein Kopfball von Jan Just. Ja, gegen Urbich. Oh, Schwarz setzt sich durch. Urbich mit dem Zupfer. Ball in die Mitte auf Wimmer! Brinkis! Wimmer! Tor! Tor! Tor für TSV Schott Mainz! Er macht's komplizierter, als es sein muss. Der Linus Wimmer mit der 9. Sehr schön. Aber er fuddelt ihn vorbei am Brinkis. Jetzt könnte man sagen, Hansen, guter Ball auf Schwarz. Ja, Hansen mit dem, also Hansen mit dem typisch englischen Spielaufbau. Kick and Rush. Und der Rush vom eingewechselten Silas Schwarz, der sich da, der da Urbich abgekocht hat. Und in der Mitte Wimmer. Ja, kein Abseits. Ah, das glaube ich jetzt nicht. Ah, der macht ihn sicher. Der Zehner von Kickers Offenbach. Per Handelfmeter. Strittig, würde ich mal sagen, durch meine TSV-Schottbrille. Und Aydin Ay winkt ab. Aber so ist das. Gegen die Großen als Kleiner, da gibt es dann auch eher mal den Handelfmeter. Schiedsrichter hat sich da sehr viel Zeit gelassen, also kann es so klar auch nicht gewesen sein. Unsere Jungs vom TSV Schott, die sind guten Ball spielen auf den sauschnellen Schwarz. Schieß! Was macht er denn? Er macht das 2-1! Wie macht er den denn? Ich wollte schon schimpfen, weil er ihn verdattelt hat gegen den Brinkis. Und jetzt steht es 2-1 und ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Er macht alles falsch. Ja. Er macht alles falsch. Ich schieß und dann. Er macht alles falsch und am Ende steht es 2-1. Am Ende nimmt man in den Arm und denkt sich, jawohl. Zieh den Hut. Den Hut ziehe ich, den ich nicht aufhab. Vom Silas Schwarz. Dem Lehramtsstudenten aus Mainz. Der in der letzten Saison wichtige Aufstiegsspiele verpasst hat wegen der Schwimmprüfung. Der jetzt hier knipst gegen Offenbach. Das gibt Abschluss für den TSV. Und Aydin Ay, der will den Abpfiff. Der will ihn noch mehr als ich. Das wäre der erste Heimsieg für den TSV. Das ist er! Das ist der erste Heimsieg für den TSV. Schott Mainz, der dem großen Favoriten von Kickers Offenbach 3 Punkte abnimmt auf der heimischen Bezirkssportanlage Mainz-Mombach.